Hallo Freunde und willkommen zurück zu einer neuen Folge Forest. Hier im Wald, wo die Sonne gerade aufgeht. Ich habe ein Ründchen geschlafen. Es ist jetzt direkt die folgende Folge, also die nächste Aufnahme. Also an einem Rutsch, sage ich mal. Also somit konnte ich bisher noch nicht auf eure Kommentare zur letzten Folge eingehen. Aber heute habe ich mir was vorgenommen. Wir wollten ja unbedingt nochmal die Hütte bauen. Also ich wollte die bauen, das wolltet ihr auch, weil die so schön ist. Und die soll jetzt eine Tür haben und ein Bettchen. Und das werden wir uns heute als Primäraufgabe also setzen. Die Yacht ist erstmal sekundär, weil ich warte jetzt erstmal eure Kommentare ab, was ihr dazu zu sagen habt. Und die haben wir heute mal ganz vergessen. Wir werden heute das Gerüst setzen. Ich werde mal ein bisschen aufräumen hier. Das müssen wir mal eben fällen, weil das sind ja eh nur Stöcker. Und das wird heute unsere Aufgabe sein, die Hütte zu bauen. Ich hoffe, da habt ihr jetzt nichts dagegen. Wir werden dann in den nächsten Folgen, wenn ich dann auch eure Kommentare gelesen habe, werden wir dann uns wieder auf die Suche begeben zur Yacht. Wenn es überhaupt gibt, vielleicht hat ja dann jemand von euch schon nähere Infos, dass die Yacht irgendwie rausgepatcht wurde oder so. Werden wir dann sehen. So, jetzt müssen wir nur mal erstmal gucken, wo wir die Hütte denn platzieren können. Ich wollte die ja dahin stellen, aber ich weiß gar nicht, ob das so geht. Nein, nicht Inventar, sondern B. Dann schauen wir mal hier die Hütte. Zack. Oh, das ist ein bisschen groß. Wo ist denn der Eingang? Das ist ein Fenster, oder ist das ein Eingang? Ich weiß es gar nicht. Hier ist der Eingang. Also wir müssen die schon... Oh. Jetzt habe ich die einfach hingestellt. Das passt, glaube ich, sogar so, ne? Das passt sogar, glaube ich, ganz gut sogar. Ja, das ist doch super, oder nicht? Hier ist ein Fenster. Hier ist der Eingang. Dann haben wir hier so das Bettchen. Das wird schön. So, dann werden wir heute uns mal dran machen. Und, das ist auch so, diese Baufolgen sind gute Folgen, um über Themen zu reden, aber ich wüsste gar nicht jetzt über was. Wir könnten heute mal über die Gamescom plappern, die ja schon jetzt in den nächsten Wochen ansteht, wo ich mich extremst drauf freue. Also das wird eine mega coole Zeit hoffentlich. Zack, zack. Mal den Baum eben abholzen. Ich glaube nicht, dass wir die Hütte in der heutigen Folge fertig kriegen werden, aber wir können ja schon mal den Teil anfangen, so weit wie möglich. Hier haben wir wieder den Stöckerbaum, wo einfach Sticks rauskommen. Obwohl das ein viel dickerer Baum ist. So, warte, wir bringen eben noch zum Fallen. Rüstung haben wir ja eh genug. Essen haben wir auch noch dabei und die Tiere laufen ja auch noch rum. Also, was soll passieren? Ah, komm, zack. Von der Zeit können wir mal Baumstämme platzieren. Vielleicht schaffen wir ja heute auch Rekordzeit und kriegen den Baum heute, die Hütte trotzdem fertig. Da haben wir nämlich schon mal wieder ein paar Baumstämme. Zack. Zack. Es geht heute ratzfatz. Direkt den nächsten Baum fällen. Und ja, die Gamescom steht an. Ich werde alle Tage da sein. Da haben ja auch viele von euch gefragt, wann ich auf der Gamescom sein werde. So wie es aussieht, werde ich alle Tage da sein. Ich hoffe es, weil es ist ja schon recht anstrengend, wenn man da den ganzen Tag rumläuft. Aber darauf hat man ja gewartet. Neue Spiele antesten. FIFA, ich freue mich so auf FIFA. Ich bin echt gespannt, wie das sein wird. Und viele Neuerungen wurden versprochen, aber will ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Weil wir ja jetzt über die Gamescom allgemein sprechen wollen. Und ich bin echt gespannt, wie viele von euch da sein werden. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wer von euch da sein wird. Also es wird auf jeden Fall super lustig. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, was das für eine Zeit wird. Ich freue mich drauf. Ich freue mich drauf, ganz ehrlich. Und es kann einfach nur cool werden. Es kann einfach nur super werden. So, den Baum fände ich auch mal eben kurz. Zack. Wo sind die Baumstämme? Hier sind die Baumstämme. Zack. Und hier haben wir den nächsten. Platzieren bitte. Zack. Haben wir hier noch einen Baumstamm? Hallo, Baumstämme. Wir bauen jetzt so schnell. Wir machen jetzt auf die Chinesen. Also ich baue jetzt hier die Chinesen. Ruckzuck ist das Haus aufgestellt. Zack. Da vorne rollen noch die nächsten Baumstämme. Ja, wunderschön. Das ist doch, das geht da echt voran hier. Guckt euch das mal an hier. Wie ratzfatz das geht. Zack. 12 sind schon platziert. Irgendwie in 2 Minuten. Das ist echt schon gut. Zack, zack. Die nächsten Baumstämme sind jetzt in die Hand genommen. Vielleicht kriegen wir ja die doch noch heute fertig, wenn wir uns echt dran halten hier. Das wäre echt eine Meisterleistung, oder? Also das wäre echt schon eine krasse Leistung, wenn wir die heute fertig kriegen. Ich bin gespannt.
mit eurer Hilfe und mit eurer Unterstützung. Ich stell mir einfach vor, dass gerade ganz viele Leute hier die Folge schauen und zusammen die Hütte bauen. Und da kann das einfach nur schnell gehen. Und das muss einfach funktionieren. Das muss einfach funktionieren. Oh, ich muss mal eben die Stoppuhr. Wir haben jetzt ungefähr, wie viel haben wir jetzt aufgenommen? 4 Minuten, 5 Minuten müsste das gewesen sein. Zack, der nächste Baum ist schon am Fallen. Den können wir nicht fällen, das wissen wir ja noch. Hallo. Hallo. Sorry dafür, aber mit Rüstung. Und Rüstung kann ich echt gebrauchen. Zack. Zack. Und das habe ich jetzt mal echt gelernt. Also mittlerweile habe ich das mit der Rüstung echt im Kopf. Also vorher habe ich das immer vergessen. Auch mit dem Leben, die Lebensanzeige, dieser kleine rote Balken, der daneben ist. Das habe ich echt verschlafen. Aber mittlerweile habt ihr das so oft geschrieben in den Kommentaren. Kumpel? Man kann nicht einfach so in der Luft stehen bleiben. Das kannst auch du nicht, mein Freund. So. Zack. Nächsten zwei Baumstämme sind platziert. Da. Nächsten beiden sind schon auf dem Weg. Zack. Hier haben wir noch einen. Zack. Und da sind ganz viele. Wie kommt der da hin? Das frage ich mich. Ich will es gar nicht wissen. Bisher noch keine Nachbarn zu sehen. Vielleicht schaffen wir echt die Hütte noch fertig. Vielleicht schaffen wir das. Wir brauchen noch 63 Stück. Also wir echt eine Meisterleistung. Haben wir hier noch einen Baumstamm irgendwo? Baumstamm? Waren das schon alle? Gut. Dann begebe ich mich mal auf die Suche zum nächsten Baum. Ah, hier vorne haben wir noch einen. Wunderschön. Wunderschön. Und jetzt brauchen wir nur noch 60. Zack. Hier, den können wir auch mal fällen. Ihr könnt übrigens auch mal in die Kommentare schreiben, auf was ihr euch so freut bei der Gamescom. Was ihr anspielen werdet, auf welche Spiele ihr euch freut. Das würde mich mal interessieren. Mit welcher Absicht ihr zu der Gamescom geht. Ob ihr einfach nur euch das mal anschauen wollt, das ganze Event, oder irgendwie, ja, einfach mal gucken, irgendwie Leute treffen wollt oder spielen wollt. Das würde mich echt mal interessieren, was ihr da für Vorsätze habt. Zack. Ausdauer ist wieder komplett weg gleich. 24 Stöcker oder Baumstämme haben wir schon platziert. Also es geht echt gut voran. Zack. Und dann haben wir endlich mal eine vernünftige Hütte, wo wir endlich mal sicher sind vor den ganzen Nachbarn. Wo wir eine Tür haben, so wie es gesagt wurde von euch. Wo wir ein Bett haben, wo wir dann drin schlafen können. Das ist doch wunderschön. So, der nächste Baumstamm ist schon unterwegs. In der Mache. Wir müssen gleich mal kurz was essen. Machen wir gleich mal eine kurze Rast. Kurze Pause. Warte mal, machen wir heute einen auf Holzfäller hier. Zack. Ja. Nebenbei noch ein Stöckchen gefällt. Was gibt's Besseres? So. Können wir den Baum auch nochmal mitfällen? Also, der lohnt sich nicht. Der lohnt sich gerade echt nicht. Fällen wir den mal mit. Zack. 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 Also ich glaube, jeder Baumstamm gibt so 4 Baumstämme, oder? Oder 3. Ich bin mir da jetzt nicht so sicher, aber ich glaube 4. Oder 5. Ich weiß es nicht genau. Kommt, glaube ich, auf den Baum an. Wo der fällt. Sollen wir den schon mal benutzen? Wo fällt er denn hin? Okay, passt. Wir haben gerade keine Ausdauer mehr. Das haben wir gleich. Das haben wir gleich, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren. Herzlich willkommen hier bei Hör mal, wer da hämmert. Zack. Passt hier gerade irgendwie. So, das Feuer mache ich mal eben kurz an. Wenn wir eben uns was zu essen machen können. Und nein, ich werde natürlich nicht mehr ins Feuer reinlaufen. Zumindest nicht extra. Tut mir leid, Leute, wenn ich das mal gemacht habe. Aber es war halt so kalt in der Nacht. So. Mal eben was zu schnuppern hier. Zack. Und dann setzen wir uns mal hier neben der Baustelle hin. Und brauchen nur noch 54 Baumstämme. Nur noch ist gut. Aber wir haben schon fast die Hälfte. Setzt euch ans Lagerfeuer, singt das Shelter Forest Lied. Das R, das F-O-R-E-S-T-E-S-H-E-E-L-T-E-R Lied. Das Forest Shelter Lied. Und das Lied wird noch viel besser, schneller, denn er stand mit echt stumm. Hey, darum singt es doch ganz einfach mit. Dam, dam, dam. Ich hab grad einen Lizard verputzt und der Hase rennt da weg. Die Baumstämme liegen hier ganz bereit und ich stelle sie weg. Ich denke mir gerade einen Text aus, der ist gerade so ganz schön schlecht. Der reimt sich nicht mal und ich bin gleich weg. So.
Es geht besser mit Melodie, ne? Habe ich recht, es geht wirklich besser mit Melodie. Also so A Cappella ist das nicht so geil. Aber es macht immer wieder Spaß, einfach so Texte da, die total bescheuert einfach klingen, so vor sich her zu flimmern. Aber ich glaube, ich sollte damit aufpassen, denn sonst sucht der Dennis sich das wieder raus. Der ist ja jetzt übrigens auch wieder in Deutschland. Sucht der Dennis sich das raus und spielt das wieder bei irgendeinem Let's Play ab, was ich nicht hoffe. So, da vorne sind noch Baumstämme. Ausdauer ist wieder voll. Wunderbar. Das ist der Baumstamm-Song. Das ist der Baumstamm-Song. Der Baumstamm-Song. Der Baumstamm-Song. Baumstamm-Song. Ja, Kevin, genau. Ganz langsam. Ich rede manchmal viel zu schnell und will dann viel zu viele Sachen auf einmal sagen. Und das wird mir dann zum Verhängnis. Warte mal, wo sind die anderen? Baumstämme? Hallo? Hallo, Baumstamm? Ah, da haben wir noch einen. Nein, den würde ich gerne aufnehmen. Hier, den können wir auch mal aufnehmen. Und platzieren. Zack, den können wir auch nochmal platzieren. Zack. Wunderschön. Ich habe einen Baumstamm gefällt. Und der Baumstamm schaute mich an. Er wollte mir sagen, wie kannst du nur, wie kannst du sowas nur tun? Die Baumstämme sind dein Freund. Sie beschützen dich vor den Nachbarn. Oder hast du das nur geträumt? Du hast uns einfach gefällt. Hast uns alle umgebracht. Wie kannst du nur, wie kann... Ich fall gleich in Ohnmacht. Ich hebe den Baumstamm auf. In der Hoffnung, dass sie bald fertig ist, unsere Hütte. Dann stelle ich mich in die Hütte. Ganz in die Mitte und schreie einfach. Tut mir leid, ihr Bäume. Ihr musstet dafür gehen. Und ich weiß gar nicht, was ich gerade laber. Aber ich werde immer für euch stehen. Das hört sich falsch an. Ich lasse es. Ich sollte es lassen. Ich sollte im Voraus einfach einen Text schreiben, der sich dann wenigstens sinnvoll anhört und nicht sowas was ich da gerade hertreller. Das kann nämlich echt verstörend sein. Ihr werdet nachher denken, was ist das denn für ein Freak? Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. So. Zack, zack, zack. Wir könnten übrigens mal... Boah, das ist gerade eine Mega-Idee. Wir könnten übrigens mal eine Twitter-Session machen. So eine Forest-Twitter-Session. Wie geil wäre das denn? So, dass wir live... Dass ich live mit euch so quasi inaktiv... Oder, inaktiv? Wie nennt man das? Halt, eure Fragen beantworten kann. Das wäre doch mal mega cool. Das wäre echt mal mega cool mit Mr. Snibbles. Passt doch, Twitter. Mr. Snibbles mit unserer Twitter-Vogel. Der dann die Fragen vorliest. Das wäre doch mega geil. Wir brauchen nur noch 40 Baumstämme. Die Hälfte ist geschafft, Leute. Und wir haben noch etwas Zeit sogar. Zack. Zack. Die Möwen fliegen hier herum und ich weiß gar nicht warum. Warum fliegen sie hier vor meinem Garten nur immer wieder rum? Sie fliegen ganz langsam, als wären sie ganz dumm. Sie kommen anscheinend aus der Matrix. Warum? Es ist der Matrix-Möwensong, der MM-Song. Es ist der Matrix-Möwensong, der MM-Song. Sie fliegen in Zeitlupe und ich weiß gar nicht warum. Es ist der Matrix-Möwensong, der MM-Song. Sie fliegen nach oben oder nach unten. Sie fliegen nach links oder vielleicht auch nach rechts. Fliegen eine Schleife oder ein Looping auch mal dazu. Sie haben schöne Flügel. Doch wozu? Es ist der Matrix-Möwensong, der MM-Song. Es ist der Matrix-Möwensong, der MM-Song. Ja, ja, der Matrix-Möwensong, der MM-Song. Und hier haben wir gleich direkt einen Baum, den wir noch dazu fällen können. Komm schon. Komm schon, Baum. Du bist doch auch. Lol. Was war das? Was war das zum Teufel? Ich will es gar nicht wissen. Komm, Baum. Hui. Der einfach weggeflogen ist. Zack. Ab zur Hütte.
Es ist der Matrix-Möwensong, der MM-Song. Ja, ist der Matrix-Möwensong, der MM-Song. Es ist der Matrix-Möwensong, der MM-Song. Es ist der Matrix-Möwensong, der MM-Song. Man muss sich auch irgendwie bei Laune halten, wenn man arbeitet, wenn man schwer schuftet hier, sich so eine mühsame Hütte herbeischustert. Da muss man ja irgendwas erfinden. Irgendwie beim Laune halten. Hier diese Möwen, diese Matrix-Möwen. Ist ja auch cool. So ein Matrix-Möwen-Bild, weißt du? So ein Forest-Bild mit Matrix-Möwen. So mit schwarzen Mänteln, weißt du? Und Sonnenbrillen. Dunklen Sonnenbrillen. Okay, Sonnenbrillen sind immer dunkel. Das vergesst er einfach wieder. Und schwebendes Lizards, Nachbarn. Das wäre so ein Familienbild, weißt du? So einfach irgendwie das Lager. Und davor so, als wenn man so ein Familienbild macht, weißt du? So mit schwebenden Matrix-Möbeln, mit Lizards, die in der Luft schweben. Das wäre ein mega geiles Bild. Also wer das zeichnet, ne, der hat echt, also das würde ich mir sogar echt aufhängen. Weil ich würde mir am liebsten sowieso alle Bilder aufhängen, weil die einfach so klasse sind. Also auch mal nochmal vielen Dank dafür, weil ich kann ja nicht immer direkt Danke sagen. Ich schreibe es natürlich dann in der Antwort, wenn ich das geschickt bekomme. Dann bedanke ich mich natürlich. Ah! Oh Gott! Er springt mich an. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Du auch? Ja, komm doch. Zack, zack, zack. Ah, es gibt ja jetzt verschiedene Models, ne? Also Player Models. Verschiedene Frauen, verschiedene Männer. Oh, was macht der denn? Bleib mal bitte liegen. Bleib liegen. Liegen! Oh, so ist fein. Nein, du kommst her. Nicht wegrennen. Weißt du, erst angreifen und dann wegrennen. Was ist denn los mit euch? Hör mal. Oh, hier. Wen haben wir denn hier? Oh Gott. Zu viele, zu viele, zu viele. Zu viele, zu viele. Ah! Geht doch weg. Geht doch weg. Ich war hier voll in meinem Element gerade. Und der schwimmt wieder in der Luft. Mann. Weißt du, und ich wollte mit euch ein Familienfoto haben. Niemals. Ihr seid mir viel zu unfreundlich, ja. Teilt dich auf in 15 Teile, was weiß ich, wie viele. Mann, ey. Boah. Vor allem, dann redet man so schön, man redet sich riecht in Ekstase so. Und dann kriegt man direkt wieder Panik. Und eskaliert einfach alles. Warum? Warum ist das so? Es ist so eine schöne Insel, da muss man sich doch nicht bekämpfen. Wer will denn sowas? Oh, Mann. Komm doch her. Weißt du, erst da stehen und dann... Mann, könnt ihr euch mal entscheiden, Leute? Das nervt, Nachbarn. Das nervt. Es war so schön friedlich die letzten Tage und dann kommt ihr plötzlich wieder an. Und wollt wieder Stress haben. Das will doch keiner. Zack. Hier noch einen Baumstamm und da vorne aber auch noch einen. Jetzt kommt der da wieder an. Das sind die, glaube ich. Das sind die. Ja, komm doch. Nein, 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 nein. Pfui aus. Hä? Habt ihr das jetzt gesehen? Ich wusste gar nicht, dass ich so eine Frisurachse habe, weil ich da einmal auf den Kopf drauf, neue Frisur, so bling! Das wär's. Das wär's echt. Also Familienfoto, nee, nee. Mit denen doch nicht. Pff. Also mit den Tieren schon, aber mit denen, bäh. Die stehen dann so rechts außerhalb, die keiner mag, weißt du, die immer zuletzt gewählt werden bei einem Völkerball oder bei Fußball oder so. Das sind dann so welche, die werden nie gewählt. Niemals, niemals. 28 brauchen wir noch und wir sind bei 14 Minuten. Also etwas drüber, also irgendwie 15 Minuten oder so. Ich bin mir da jetzt nicht mehr genau sicher. Weil wir hatten ja größtenteils schon vorher aufgenommen am Anfang. Und da habe ich vergessen, einfach die Stoppuhr zu starten. Wir brauchen nur noch 27 Stämme. Aber ich würde einfach vorschlagen, dass wir das in der nächsten Folge machen, oder? Machen wir das in der nächsten Folge?
machen das in der nächsten Folge. Wir stellen auf jeden Fall in der nächsten Folge diese Blockhütte fertig. Und ich bin echt gespannt, wie das aussehen wird. Und ich freue mich auch wieder auf dieses Mal auf eure Kommentare natürlich. Über die Gamescom, wie gesagt, ich habe ja euch Fragen gestellt. Was macht ihr da? Warum werdet ihr da sein? Oder wann werdet ihr da sein? Werdet ihr überhaupt da sein? Und ihr könnt ja auch mal schreiben, wie ihr es finden würdet, so eine Twitter-Session zu machen. Das wäre echt cool. Also hätte ich auf jeden Fall mega cool, mega viel Lust drauf. Weil, wäre es halt noch mal mehr so, als würdet ihr direkt mitspielen. Also direkt live. Das wäre mega cool. Und das könnt ihr ja mal alles in die Kommentare schreiben. Ich mache mir immer das Lagerfeuer an, bereite mich mal auf eine Bettruhe vor. Und wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend, Mittag, wann auch immer ihr das hört. Der Muffin steht wie immer bereit. Nur den Wunsch einfach in die Kommentare schreiben und dann wieder geliefert. Und das war es dann auch für diese Folge The Forest. Und dann würde ich sagen, schaltet beim nächsten Mal wieder rein, wenn ihr wollt, wenn ihr diese Serie mögt, dieses Projekt mögt. Schaltet beim nächsten Mal wieder rein, wenn es wieder heißt The Forest. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend, Mittag, irgendwann. Und da hat die Kamera kurz maximale Aufnahmezeit voll. Und jetzt seht ihr gerade keine Kamera mehr, aber wollte mich ja eh gerade verabschieden. Ich wünsche euch dann noch einen schönen Tag, Abend, Mittag, egal wann. Ich wünsche euch eine schöne Zeit und würde es begrüßen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder reinschaltet. Macht's gut, Leute, und bis zum nächsten Mal. Ciao!